Oh, hallo, Minasama, und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Ich finde, gerade ist es so spannend. Ich bin gerade in diesen Abwasserkanälen und suche so ein Meyer-Lurk-Nest. Und auf dieser Suche, ja, den Beobachtern einen Leichballen von einem Meyer-Lurk-Nest platzieren. Und auf der Suche hier begegne ich vielen komischen Menschen und Maulwurfsratten und. Es ist irgendwie unfassbar gruselig, aber mir macht es so Spaß. Wo lang jetzt? Da runter oder da hoch? Ich weiß es nicht. Okay, das sieht nach sehr viel Platz aus. Und da hinten? Vielleicht ist es blöd, die Tür aufzulassen. Kann sein. Was ist da hinten? Okay. Das hat immer so eine Sache. Das ist so ein kleines Labyrinth hier und man weiß nie, wo man hin soll. Ich denke, dass die miteinander verbunden sind, oder? Oh, nee, ich habe hier was Cooles gefunden. Eine Metallkiste. Nein, nehme ich beides nicht. Werkzeugkoffer. Sie sind überlastet. Das ist nicht schön. Gleisnägel. Lösch, Schlauch, Spritz, Düse. Nein. Okay, ich muss irgendwas loswerden. Den Sheriffshut muss ich einfach behalten. Umgebungsanzug. Gewicht 5. Was ist als er? Auf jeden Fall ist der, denke ich, besser. Der ist besser, der Anzug. Hilfe, okay, ist ja alles schön und gut. Unter Sonstiges, da habe ich bestimmt schwere Sachen, die ich loswerden kann. Altmetall, naja. Beobachter, Haarklammer. Lebensmitteldesinfizierer, das ist natürlich sehr hilfreich. Metro-Ticket wiegt nichts. Rasenmähermesser, ja gut, dann machen wir das halt mal weg. Terpentin. Vorkriegsbuch. Nö. Vorkriegsgeld. Wackelpuppe Stärke. Wundkleber. Zündflamme. Schlüsselring. Ja, den brauche ich für irgendwas. Also, ich habe jetzt nicht viel weggeschmissen. Vielleicht war es auch dumm. Ich weiß halt einfach nicht, auf was ich achten muss. Aktivieren Werkbank. Kronkorkenmine. Ja, die nehmen wir dann mal mit. Elektrischer Leiter. Das ist alles wieder so schwer. Also, was passiert, wenn wir die Werkbank aktivieren? Was ist ein Rösti? Sie besitzen nicht die nötigen Gegenstände, um einen Rösti zu bauen. Sie haben momentan folgende Gegenstände: Motorradbenzintank. Gut, ich weiß, wo einer liegt, in Minefield. Zündflammenbauteil, Rasenmähermesser, Motorradhandbremse. Das Rasenmähermesser habe ich weggemacht. Okay, aber jetzt weiß ich, dass man hier sich was bauen kann. Kronkorkenmine. Sie besitzen nicht die nötigen Gegenstände. Lunchbox, Cherrybomb. Sensormodul Kronkorken. Okay, dann weiß ich, was man so braucht und was man auch mitnimmt. Weil woher soll man das denn sonst wissen? Man hat ja, also man kann es einfach nicht wissen. Deswegen weiß ich das jetzt. Warum sind denn die alle leer? Das ist mega ungerecht. War ich hier nicht schon? Ey, hier kann man sich vielleicht verlaufen, Leute. Das ist bei mir so dunkel.
Nee, ich war hier schon. Ich war hier. Genau, hier war eine Tür. Oder ich hätte hier wieder zurück. Hä? Mal schauen. Hä? Nee, okay. Nee, hier war ich noch nicht. Also, jetzt weiß ich ja, dass sich sowas sehr schnell lohnt. Also so Zeug einfach mitzunehmen. Aber ich weiß auch nicht, was das einem bringt, wenn man das selber hergestellt hat. Gut. Jetzt bin ich überlastet. Gut, dann nehme ich ihn nicht mit. Hey, ich habe ihn noch extra weggelegt. Achso, es kam erst im Nachhinein. Okay, hier war ich dann. Da kam ich her. Geht's hier rum? Nee, okay. Ich glaube, ich habe hier alles erkundet. Dann ist der andere Weg, wie ich es mir schon dachte, der richtige Weg. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier lang gehe... Nee. Also irgendwie... Ich kam doch von hier. Ja, hier waren doch die Blinkelichter. Nee. Ich glaube, wirklich, Leute, das ist normal, dass man sich verirrt. Oder bin ich den Blinkelichtern erst gefolgt und davor war noch ein Weg? Ich gehe jetzt hier mal an den Lichtern vorbei. Und gucke mal, ob hier nicht doch noch ein anderer Weg war. Ich glaube nämlich... Schwer. Oh krass, ich habe hier einen Schlüssel. Meine Lieblingssachen, die ich in Fallout finde. Schraubenschlüssel. Also... Okay, ich kann die ganzen Sachen halt leider nicht mitnehmen. Es wäre cool, wenn ich irgendwo mal meine Sachen lagern könnte. Das wäre echt praktisch. Persönliche Truhe, Kronkorken, Powerfaust. Was kann denn so eine Faust? Das würde mich ja mal interessieren. Nee, okay. Hier haben wir ein paar coole Sachen gefunden. Ey, jetzt probieren wir doch gleich mal aus. Oh Mann, das sind Sachen, die so viel Wert haben. Die aber... Das bringt eigentlich nichts, wenn ich sowas wegschmeiße. Kleidung, auch nichts, was sehr schwer ist. Das sind die Waffen. Und ich sehe es irgendwie nie ein. Ach ja, warum repariere ich die denn nicht? Wow, das hat schon echt viel geholfen, nicht? Doch, hat's. 32. Pistole. Hat halt ein krasses Gewicht, so ein Teil. Die zwei Sachen. Heckenschützengewehr, Jagdflinte, Kampfflinte, Kampfmesser, Kronkorkenmine, Polizeiknüppel. Das ist alles kein Gewicht. Powerfaust. Jetzt habe ich es weggeschmissen. Sturmgewehr. Ich wollte die doch ausprobieren. Hallo? Wo liegt das denn? Okay, die Faust ist weg. Ist mir jetzt herzlich egal. Okay, es ergibt jetzt gerade alles keinen Sinn. Ich habe jetzt alles durchsucht. Und... Geh jetzt einfach mal der Nase nach. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, welchen Weg ich genommen habe und so. Ich muss ja irgendwo weiterkommen.
Also die Tür hatte ich zugemacht. Die hatte ich zugemacht. Und hier war ich drin. Ja. Nee. Ja, irgendwie muss man hier ja irgendwie weiterkommen. Kann das sein, dass es die Endstation hier ist und ich hier gar nicht über... Komme ich hier mal bitte wieder runter? Gut, ich bugge hier drin fest. Ach. Cool. Was mache ich denn jetzt, Leute? Was mache ich denn? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich durch diesen Kanal da hinkomme. Ja, es ist auch irgendwie logisch, oder? Hier unterirdisch da hinzukommen. Das ist ja mitten auf dem Fluss. Ich muss hier bestimmt unten durch. Tut mir leid, ich kann halt die Folge leider nicht schneiden. Und... wenn ich den Weg finde. Hier kommt man nicht durch. Das war das. Obwohl das hier der Weg war. Ja, okay, und jetzt? Muss ich alles zurück und einen anderen Weg suchen. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Ja, ich muss hier unten lang. Jetzt habe ich es auch mal herausgefunden. Alter, das war knapp. Weiter geradeaus. Hier komme ich doch her. Hier komme ich doch einfach mal knallhart her. Genau. War der Weg falsch? Muss ich irgendeinen anderen Weg gehen? Fragen über Fragen und sie werden mir nicht beantwortet. Ich habe ja hier auch unten eine Karte, aber... kommt man hier weiter? Nö. Alle Wege zu diesen scheiß Meierlurks sind versperrt. Was macht man denn dann? Wenn der Weg versperrt ist. Und hier irgendwo noch so eine komische Ratte rumgeistert. Toll, wo kommt die her? Dahinter. Und wie kommt man dahinter, wo die sind? Hey, die hatte ich doch entschärft. Oder nicht? Okay, Leute, ich habe gerade keine Ahnung. Ich gehe mal einfach hier alles geradeaus. Weil der Weg so aussieht. Ratte. Da hoch? Komme ich nicht von... ja. Ins Ödland zur Hauptstadt. Super. Hier kam ich her. Irgendwie muss ich darüber kommen. So, Knall hat hier mal durchgegangen. Sehr leicht. Vielleicht komme ich ja hier durch irgendwie hin. Versuche mir das mal zu knacken.
Okay, das wäre fertig. Das sieht eigentlich ziemlich richtig aus. Findet ihr das nicht auch? Ich habe doch so eine Strahlenrüstung an, oder? Nicht. Und ich laufe gerade... Vielleicht muss ich nochmal zurück. Ich gehe zurück und laufe jetzt mal auf dieser Insel herum. Vielleicht entdecke ich ja so den Ort. Hier ballert wieder jemand herum. Ja, ich hab's entdeckt. Yay! Ich denke, ich bin richtig. Haben die Laserwaffen? Hallo. Und genau hier ist irgendwie so ein hässliches Nest von denen. Und wahrscheinlich auch gerade da unten. Alter! Ich habe das Vieh noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Alter, das Viech macht mir vielleicht Angst. Okay. Okay. Aber... War Memorial töten? Im War Memorial. Okay, also ich muss da wirklich runter. Und da hinten ist das Vieh. Okay. Jetzt habe ich das entdeckt. Jetzt speichern wir mal hier. Und dieses Vieh. Viech. Viech? Hä? Spawnt es nur zufällig oder was? Das finde ich jetzt aber unlogisch. Okay. Ich hinterfrage das jetzt nicht. Ich muss das Viech jetzt auch nicht töten, also... Vielleicht ist es ja irgendwo anders. Ich dachte, ich schaue mich hier mal um noch. Vielleicht ist ja hier irgendwas Wichtiges. Hier ist irgendeine Tür. Vielleicht ist das sogar die Tür, die wichtig ist. Und nicht die andere. Oder man kommt von beiden Seiten rein, weiß ich nicht. Vielleicht muss man auch einfach alles durchlaufen. Oh Mann, das wird wieder gruselig. Echt, bei Meyer Lurks mache ich mir einfach in die Hose. Ist hier jemand? Da ist irgendwas. Ich sehe nicht was. Seht ihr was? Ich sehe hier nichts. Das sind Meyer Lurks. Wo kommen die her? Dahinter. Ey, diese Geräusche. Was ist, wenn ich hier runter hüpfe? Was ist, wenn ich das aufmache? Was ist, wenn ich hier runter hüpfe? Okay,
Ihr erfahrt es in der nächsten Folge. Ich bin gerade psychisch nicht in der Verfassung, das hier weiterzuspielen. Oh, fuck! Ich dachte gerade, ich fall gerade runter. Wir sind jetzt hier sowieso schon bei 20 Minuten. Ihr seht in der nächsten Folge, was ich mache. Und ich bin selber unfassbar gespannt. Weil mein Freund, der kann nicht aufhören zu spoilern. Er meinte, diese Mission ist echt kacke. Und dann dachte ich mir so, warum ist die kacke? Bis jetzt ging's doch. Aber vielleicht, weil ich noch nicht mal mehr angekommen bin an der Stelle. Weil ich bestimmt gegen viele Meyerlocks kämpfen muss. Und man kommt nicht drum rum. Ja, also... Oder er hat mich verarscht und es ist keine schlimme Mission. Das weiß ich nicht, aber meistens ist es schlimm, wenn er es sagt. Okay, ich will ja auch nicht spoilern. Ich habe ja selber gar keine Ahnung, wie es weitergeht. Okay, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.